Hallo liebe Naturfotofreunde und willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mein Tarnzelt einmal vorstellen möchte. Das kam ja schon in einigen Reels und so weiter bei Instagram bei mir vor und einige haben mich gefragt, was ist denn das für ein Modell? Und darauf gehe ich jetzt in diesem Video einfach mal ein. Es handelt sich um das Tragopan Grouse V+, oder auch 5+, römisch 5+, je nachdem, wie man das genau ausspricht, weiß ich gar nicht genau. Wenn das jemand von euch weiß, gerne mal kommentieren, dass ich hier nicht direkt den ersten Fehler begangen habe. Dieses Teil habe ich jetzt hier gerade auf der Schulter und das ist im Packmaß hier gar nicht mal so groß. Ja, das ist Kategorie Familienpizza und damit kann man schon mal recht gut umherstreifen, ohne sich jetzt hier zu Tode schleppen zu müssen. Und wie das alles aufgebaut aussieht, wie der Workflow so ist, ob das irgendwie was Gescheites ist oder nicht, darüber sprechen wir jetzt einfach mal in diesem Video. Ich mache diese Hülle einfach mal auf. Die ist auch recht geräumig. Ja, du kennst es vielleicht, wenn du einen Schlafsack kaufst. Du machst den einmal aus der Hülle raus und du kriegst den einfach nie wieder in diese Hülle rein, weil die einfach so tight ist. Das ist hier recht angenehm. Man kriegt das immer locker wieder in diese Hülle rein. Also Hülle einfach weg. Und dann habe ich hier das Ding. So ein Gummistreifen ist da noch dran, der das quasi ein bisschen zusammenhält. Und dann muss man wirklich aufpassen, weil das schnallt jetzt auch richtig krass auseinander, weil da Spannung drauf ist. Es ist ein Wurfzelt, das heißt, ich mache diesen Gummistreifen weg und jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht hier direkt ins Gesicht bekomme. Und dann macht das einmal Schnapp und dann, wow, und schon ist dieses Riesending hier aufgebaut. Jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen und dann nehme ich quasi einfach die zwei Seiten, klappe die auseinander, so. Dann habe ich das hier quasi schon mal als Winkel und dann ziehe ich es einfach auf. So, Vorführeffekt fürs Video, klappt nicht. Ah, klappt doch. Ha. Und da haben wir jetzt plötzlich ein riesengroßes Tarnzelt aufgebaut. Also, wir schauen uns mal die verschiedenen Seiten an. Vier sind es an der Zahl. Eine Person hat da locker Platz in diesem Ding. Wir schauen mal gleich nochmal innen rein. Und hier vorne ist direkt die ganz große Luke. Da kann ich einfach aufmachen. Und dann geht es hier direkt in den Innenbereich von dem Zelt. Hier kann ich auch auf der Innenseite einfach die Abdeckung aufmachen und habe eben hier einen sehr großen Bereich, wo ich eben rausschauen kann. Und da zwischendurch bei den Reißverschlüssen könnte ich eben einfach mein Objektiv durchstecken und habe schon mal eine sehr große Sichtfläche und kann da eben genau beobachten, was da eben da draußen passiert, ohne eben durch so ein kleines Guckloch nur schauen zu müssen. Apropos kleines Guckloch, schauen wir uns doch mal an, wie die anderen Seiten aufgebaut sind. Auf der nächsten Seite hier haben wir ein kleines Guckloch, wo man eben ein Objektiv durchstecken kann und noch ein bisschen Sichtfeld hat, aber auch sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn man sich ein bisschen mehr tarnen will und Angst hat, dass aus dem großen Loch irgendwie die Tiere einen doch erspähen können, dann kann man hier auf der Seite eben dieses kleine Guckloch benutzen. Das gleiche Konzept hier mit diesem Kordelzug, da kann man sein Objektiv durchstecken und dann sieht man eben außenrum mit dem bloßen Auge erstmal gar nichts mehr, aber das Objektiv hat eben freien Blick nach außen. Und hier unten, das ist das besonders coole, hier ist nochmal eine Möglichkeit verbaut, dass man eben auf Bodenhöhe raus fotografieren kann. Da sind verschiedene Reißverschlüsse drin und auch da kann ich mein Objektiv super gut rausstecken und eben eine bodennahe Perspektive erreichen. Das haben auch viele Tarnzelte nicht. Das finde ich an dem Modell richtig nice, dass man da auch unten raus fotografieren kann, ohne sich irgendwie da unter dem Zeltboden rausquetschen zu müssen. Und die vierte und letzte Seite hat wieder identisch wie die gegenüberliegende Seite auch wieder hier das Guckloch. Und da gibt es auch verschiedene Einsätze, die man da teilweise in die Gucklöcher reinmachen kann. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Innenbereich und schauen uns das nochmal von innen an. So sieht es jetzt hier im Innenbereich aus. Also du siehst, man kann hier richtig bequem alleine drin sitzen. Theoretisch ging das auch zu zweit, da wird es aber schon sehr, sehr eng. Also es ist wirklich für eine Person ausgelegt. Und ich habe jetzt eben durch dieses Loch hier mein Objektiv rausgesteckt. Ich sehe noch ein bisschen was von der Umgebung, aber nicht mehr so viel. Und wenn natürlich dann, was ich jetzt zum Filmen nicht machen kann, diese Haupttür hier geschlossen wäre, wäre das hier drin alles durch diese schwarzen Wände eben schön abgedunkelt. Und von außen nach innen würde man mich einfach nicht mehr sehen. Hinter mir ist jetzt das identische Loch wieder vorne und da ist eben die zweite Möglichkeit, wo ich mein Objektiv durchstecken kann. Und bei diesem Ding hier gibt es auch verschiedene Einsätze, die man da quasi durch das Lösen von diesen Klammern hier nochmal verändern kann. Ich zeige euch gleich mal jetzt, wie die aussehen. Und da habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, dass ich hier eben auch ein etwas durchsichtigeres Netz drin haben möchte, als es eben im Moment der Fall ist. Und dann haben wir hier unten noch eben diese bodennahen Klappen, wo man eben auch wunderschön aufmachen kann auf verschiedenen Höhen und da eben auch perfekt auf einer bodennahen Perspektive sein Objektiv durchstecken kann.
So, ihr habt einen Einblick bekommen in dieses Tarnzelt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tarnzelt. Ich kann es nachhaltig empfehlen. Die Tarnung ist gut, die Verarbeitung ist gut. Es ist schön dunkel innen drin, es ist geräumig, man hat Platz. Man hat verschiedene Höhen, wo man eben das Objektiv reinlegen kann. Von ganz am Boden bis eben auf Augenhöhe, wenn man auf einem Stuhl, wie ich es jetzt gemacht habe, drin sitzt. Und auch das Ein- und Auspacken funktioniert sehr gut. Die Reißverschlüsse sind auch sehr leichtgängig. An Zubehör ist neben den einzelnen Netzeinsätzen, die ihr vorhin gesehen habt, für das eine Loch noch Zeltheringe und Zeltstangen dabei. Zum Abspannen braucht man eben nur bei sehr, sehr starkem Wind, wenn überhaupt, und für einen Tagesansitz, wenn du einfach das Zelt mal irgendwo hinstellst und mal dich mal einen halben oder ganzen Tag da reinsetzt, brauchst du das in der Regel gar nicht. Wenn du es vielleicht mal irgendwo hinstellst, wo du sagst, okay, ich will das mal über ein paar Wochen oder Monate stehen lassen, dann macht das mit den Heringen schon durchaus mal Sinn. Aber ansonsten braucht man das nicht wirklich. Zusammenpacken und auspacken geht auch sehr leicht. Das versuche ich jetzt mal in diesem Video direkt in diesem Take noch zu zeigen, wie ich es wieder zusammenpacke. Hoffentlich kriege ich nicht den Vorführeffekt. Also packen wir das Ding mal kurz ein. Wir machen das Tor mal schnell zu. So, und dann drücke ich es einfach hier wieder in die Seite rein und habe das quasi direkt schon wieder als flaches Zelt. So, und jetzt kann ich es quasi einfach schnappen, die Ober- und die untere Seite schnappen und einfach so zusammendrücken, und dann geht es schon in die Richtung, wie es sich dann einfaltet, und da kann man es quasi einfach eindrücken und dann schnallt das schon in die richtige Richtung. So, einfach noch mal ein bisschen nachdrücken und dann haben wir hier das Zelt schon richtig schön zusammengelegt. Nehmen wieder hier diesen Gummiriemen, spannen den noch mal drüber und zack, schon ist das Zelt wieder verpackfertig. Immer aufpassen, dass euch nicht vielleicht doch nochmal zurück ins Gesicht schnallt, weil es eben entsprechend Spannung drauf hat. Und damit haben wir das Ding schon wieder eingepackt. Ich nehme die Hülle und stecke das hier direkt wieder rein. Und dann ist das auch schon wieder fertig. Und ihr seht, das geht wirklich schnell. Und schwupps, schnallst du das einfach wieder auf deinen Vorderrucksack drauf oder klemmst es dir unter den Arm. Und dann hast du das Zelt auch schon wieder eingepackt. Boom, zack, fertig. Und damit sage ich Peace out und ciao, bis zum nächsten Mal. Und gerne mal kommentieren, ob ihr dieses Zelt auch schon mal habt, ob das vielleicht was wäre für euch, welches ihr habt. Das interessiert mich. Lasst uns dann in den Austausch gehen. Und jetzt gehe ich mal los und schau mal, wo ich das aufstellen kann, um wirklich mal zu fotografieren und nicht nur ein Review zu filmen. Also, tschüssi.